So, da wären wir wieder. Click to continue. Und in der Zwischenzeit habe ich mich dazu durchgerungen, keine dritte Person anzustellen. Stopp, Pause. Ich hätte gerne eine Pause-Taste. Ich will nicht mal dieses komische Menü hier aufmachen. Oh ja, keine dritte Position. Wir verdienen wieder gut Geld. Das sollten wir jetzt nicht kaputt machen durch noch eine Anstellung. Wir versuchen einfach so weiterzumachen und möglichst wenig Ausgaben, möglichst viel Geld rauszubekommen. Dass wir uns so langsam auf 4 Millionen hochhangeln. Okay, Research ist fertig. Was wollte ich machen? Neue Engine? Video Playback? Moment mal, du, Research, was hast du noch so? Dialog Tree, besseres Dialog, Branching Story. Hält sich alles so in Grenzen? Joystick. Na komm, 20.000 ist schnell. Wir haben keine Research-Punkte. Also haben wir auch. Ah, doch, für die Engine hätten wir was. Guck mal ganz kurz. Was hätten wir Neues? Wir hätten 3D Version 2. Brauchen wir die einer nicht mehr. Wir hätten Stereo Sound. Wir hätten zwei neue Sachen hier bei der Engine. Wir hätten Easter Eggs, Tag- und Nacht-Cycle und wir hätten eine ganze Menge neues Zeug. Aber auch mal eben 440.000. Und das dauert, was wieder Geld kostet, also nochmal einen Monat oder zwei drauf, was ja auch jeweils 100.000 sind. Ich glaube, wir brauchen jetzt doch erstmal noch ein Spiel. Weil der Planet der Hamster kann nicht alles rausreißen. Also, irgendwer müde? Nö. Wow. Boss, ich habe herausgefunden, dass Fans von System Shock ein Fanspiel erstellt haben und eine Menge Material von unserem Spiel benutzen. Das ist super. Sie machen kein Geld damit und sie scheinen es für die anderen Fans zu tun. Unsere Anwälte sagen, dass wir auf keinen Fall dies weiter zulassen sollten. Anwälte haben absolut keine Ahnung. So, wir wollten ein Spiel entwickeln. Was ist das für ein Balken? Das ist nicht der Balken. Okay, wir wollen ein Spiel entwickeln, um unsere Kosten zu decken. Medium-Spiel. Was haben wir für neue Topics? Time Travel haben wir schon. Das war Planet der Hamster. Wir bräuchten neue Topics. Was nehmen wir denn jetzt mal? Haben wir den Surgery Simulator schon? Warte mal, das kann man nachgucken, richtig? Zack. Game History. Planet der Hamster. Nero 2.0. Dungeon Crawler. Nö, wir hatten noch keinen. Den machen wir jetzt. Und ja, ich wollte ihn eigentlich mit einer neuen Engine machen, aber wir brauchen, wie gesagt, ein bisschen mehr Puffer. Also, neues Spiel. Topic. Surgery. Genre. Simulator. Cut. Deep. Medium. Plattform. Haben wir nicht mehr so wirklich viel Auswahl von Sachen, die wir nicht kaufen müssten. Oh, und ein Operationssimulator auf dem Gameboy stelle ich mir auch sehr interessant vor. Also bleiben wir beim PC. Game Engine ist die Anti-Engine 1.1. Weiter. 3D-Grafik. Jupp, man muss es spritzen sehen. Und chop chop. Erster Bug ist schon da. Wir wollen es nicht mit einem Steering Wheel benutzen. Cutscenes und lineare Story ist okay. Dann kann man irgendeine Doktorkarriere durchspielen oder sowas. Cutscenes sind immer toll. Anti-Geogon Engine. Unser Designer ist beim Gameplay. Das sind wir uns immer noch nicht sicher, welches für was ist, aber das hat bisher ganz gut geklappt. Also lassen wir das so. Es ploppt richtig schön. Wir kriegen richtig gut Research-Punkte. Hallo, ich bin Denise von den Entwicklern des System Shock Fan Games. Und ich wurde vor kurzem darüber aufgeklärt, dass ihr uns das Go gegeben habt für das Spiel. Also, dass wir sie nicht verklagen werden. Und wir sind deswegen sehr glücklich. Skynet ist die beste Firma in der Welt. Und ich bin froh, in der Fan-Community zu sein. Das hört man auch gerne. Wir haben 525 Fans bekommen. Smiley. Yay. Ich hätte lieber mehr Geld. Also, sagt jetzt Anti-Geogon, ne? Ich würde niemals sowas sagen. Anti-Geogon hat gerne ganz viel Geld.
Aber er weiß auch, dass Fans mehr Geld generieren. Dazu sind Fans schließlich da. Und das ist also schon eine gute Sache gewesen. So, was haben wir jetzt? Ist okay. Level Editor, bessere AI. Ja, ist okay so. Weiter. Komm, komm, plopp, 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 plopp. Du musst bald in Urlaub. Plopp, 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 plopp. Das heißt, wir schicken dich in Urlaub und die beide erforschen neue Topics. Und die TES ist off. Und Planet der Hamster hat 1,6 Millionen gebracht. Oh, warte mal ganz kurz. Cut Deep hat noch kein Marketing. Magazine. Job. Halb 5. Das kriegen wir gleich höher. Die 100%, 100%, 100%. Ein Open World. Brauchen wir nicht. Soll durch die ganze Weltgeschichte gehen und jeden aufschneiden. Das finde ich mir schon komisch. Also nee, das kann wegsparen wieder 20.000. So. Halb ist bei 5. Wird höher. Oh, die Punkte sehen richtig gut aus. Halb 7. Oh ja. Aber ist gleich fertig, ne? Wollen wir nochmal mehr Hype draufhauen? Das sind wieder 50.000. Aber ich glaube, gleich sobald man es macht, kriegt man sofort 3 oder 4 Punkte drauf. Aber 50.000. Na gut, überleg mal. Planet der Hamster hat gerade 1,3 Millionen eingebracht. Da machen 50.000 nicht so sehr den Cool Fett. Und ich sehe gerade, hier sind neue Poster. Wenn Pong ein Easter Egg war, vielleicht sollten wir dann auch Space Invaders, Space Commander und Mars als Titel nehmen. Oh ja, ich lenke ab. Wir geben nicht nochmal 50.000 aus, ne. Mehr das Glück geht das noch auf 8. So, Bugs weg. Und das sind richtig viele Punkte. Das sind richtig, richtig viele Punkte. So. 47,39. Bam. Das gibt Kohle. Ich meine, schön, dass wir ein neues Spiel hergestellt haben. Wir tun alles für die Fans. Neues Topic, neue Combo, super Combo, gutes Management und Sternchen. Ganz viele Sternchen. 3D-Graphics Level Up, okay. Und Angestellten Level Up. Was ist gut und schlecht? Genau, mehr Gehalt. 46.000 im Monat. So, du musst in Urlaub. Du musst forschen. Und zwar ein neues Topic. Oh, geil. Ein Kung-Fu-Kampf-Spiel-Dingens. Und Kati kommt. Da ist richtig auf die 10 bei gewesen. Gib mir eine. Ja! Geld! Nochmal eine 10. Oh, geil, 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 geil. Wir kommen auf 4 Millionen bestimmt. 10, 10, 10. Wenn das jetzt noch eine 10 wird, dann. Ha, gut, ich muss mir nichts ausdenken, was ich mache, wenn ich 4 10 bekomme. Könnt ihr euch mal was einfallen lassen? Wenn ich ein Spiel bekomme, mit nur den Angestellten, die ich jetzt habe, also nicht mehr allzu lange, und 4 10 kommen, was ich dann machen soll, vielleicht mache ich es ja, obwohl ich nicht so ein wirklicher Fan von solchen Sachen bin. Aber das war gerade richtig toll. Du, Research. New Topic, Spionage, das klingt auch gut. So, und jetzt gucken wir an, wie das Geld reinpurzelt. Wow, die Zahlen sehen richtig gut aus. 2,3 Millionen. 1,1 Millionen. Oh. Ja, ich glaube, wir können uns leisten, eine neue Engine zu erforschen, ne? Was hätten wir noch gerne? Oh, 2D-Grafik. Achso, es ist immer noch 2D-Grafik. Branching Story. Wir haben nicht so häufig Adventure-Zeug. Gamepad-Unterstützung ist okay. Und er ist gleich wieder da. Dann können wir doch jetzt eigentlich schon mal die Engine anfangen. Genau. Cut Deep hat super Kritiken bekommen. Und setzt einen neuen Qualitätsstandard. Ist Rang 1. Jupp. So, wir hätten gerne eine neue Engine. Was zur Hölle? Wir hätten gerne eine neue Engine. Also, 3D-Grafik 2. Du bist Anti-Engine 1.3. Das eine war 1.0, das nächste war 1.1, wir sind bei 1.2. Hoffe ich, sonst wird's verwirrend. Stereo-Sound, kein Mono-Sound. Multiplayer, Video-Playback, Easter Eggs.
AI Companions, Day Night Cycle. Und das Gamepad kommt nicht mit rein, weil sie es noch nicht fertig hat. Oh, Gold. Verkaufe eine 500.000 von einem Spiel. Boah. Falls dies Musikindustrie wäre und nicht halt Videospielindustrie, wäre das ein Goldstatus. Go Skynet. Das werdet ihr nicht mehr sagen, wenn wir die Weltherrschaft an uns reißen. Genau, jetzt können wir neue Engine. Mit 8,8 Millionen auf dem Konto. Ach, ist das Leben schön, wenn man Geld hat. So, Anti-Engine 1.2. Das kann weg. Das kann weg, das kann hin. Das kann hin, das kann hin. Das kann hin. Das kann hin, das kann hin. Das kann hin. 500.000 können wir mitleben. Create Engine. 265 Punkte, die ploppen aber recht schnell und wir kriegen Forschungspunkte. 9,6 Millionen, 10,1, das verkauft sich immer noch. Wenn es in diesem Spiel Copyright-Geld geben würde, würden wir allein mit dem Spiel hier bis ans Lebensende super gut klarkommen. Alle Mann. Und noch viel mehr. Aber na gut. Easter Eggs sind auch gleich fertig, das ganze Ding ist gleich fertig und dann können wir ein richtig geiles Spiel machen. Und wir werden Teufel tun, noch mehr Leute einzustellen. Die drei hier sind super gut. Also, ist irgendwas ausgepowert? Nö. Wir haben eine neue Engine, probieren wir sie aus. Und es war wirklich 1.2. Schön. Also, Medium. Neues Topic. Wir haben Spionage und Martial Arts. Ich nehme Martial Arts und ich nehme Action. Hiya! Schaut bestimmt anders, aber für mich ist es Hiya! Martial Arts Plattform. PC. Und für Erwachsene, weil das gerade die beste Zielgruppe ist. 165.000, das ist ein Lacher. 3D-Grafik-Version 2. Los geht's. Plop, 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 plop. Ach, 3 Bucks. Okay, Multiplayer, Videoplayback, Gamepad, Steering Wheel macht keinen Sinn. Der Rest kann soweit alles drin bleiben. Ich glaube, ich lasse das soweit. Also es macht nicht wirklich so viel Sinn. Aber es mit der Auslastung scheint irgendwie wichtiger zu sein als die richtige Verteilung hiervon. Gucken wir mal. Plop, 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 plop. Oh, Hype. Marketing. Wir hätten gerne Magazine. Hype 1? Oh, es kann sein, weil momentan noch ein anderes Spiel verkauft wurde. Okay, ich hoffe mal, das steigt noch ein bisschen. Steigt noch ein bisschen mehr. Kascha. Haben jetzt schon richtig gute Punkte. Easter Eggs kommen auch noch rein. AI Companions kommen auch noch rein. Dialoge. Nö. Level Design kann auch ein bisschen runter. Weil wir schon genug Designpunkte haben. Ich hätte gerne mehr Technologie. So. Okay. Halb 2 ist 4, halb 3. Und wir werden eingeladen zur GGG, G3. Wann ist das? Letztes Mal habe ich wohl den Fehler gemacht, dass ich zur G3 gegangen bin, obwohl gerade kein Spiel designt wurde. Und dementsprechend hat mir das absolut nichts gebracht. Jährlich können wir da beitreten. Okay. Das ist gerade die letzte Stage, oder? Wir haben erst halb 3. Marketing, nochmal Magazine. So, halb 7 ist schon wesentlich besser. 8 ist toll. Punkte sehen sehr gut aus. Oh, jetzt kommt der Stage 3. Wow. Wir sind jetzt erst in Stage 3 und wir haben schon so viele Punkte. Okay, wir brauchen Stereo-Sound, Open-World, Karate-Kämpfe und im Dunkeln und am Tag kämpfen. 24 Stunden kämpfen. Töten, töten, töten. Hauen, hauen, hauen. So, Jonathan Lee muss runter. Gerugon geht nicht anders, ne? Ja, das ist gut. So. Hype ist auf 8, 9, 10. Und das müsste ein ziemlich gutes Spiel werden. Flup, 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 flup. Boah, das ist, geht ab wie Nachbarskatze. So, 13. Bugs müssen weg.
10987654321. Komm. Flop. Halb 13. Richtig, richtig, richtig viele Punkte. Und wir haben 10 Millionen auf der Home-Kante. Ich habe so viel Geld, dass ich sogar richtig falsch runde jetzt schon. Wir haben fast 11 Millionen auf der Kante. Ah, macht das Spaß, wenn das Spiel funktioniert, wie es funktionieren soll. Und wenn man ein geldgieriges Arschloch ist, aber hey. Level up überall. Neues Topic, neue Combo. Super Combo, Trendmatch, gutes Management. Und überall Sternchen. So, mehr Gehalt da.